Ja, ich bin Frederik Killing, Geschäftsführer bei Geoblex. Wir machen 3D-Informationssysteme und Solardachkataster auf Basis von Laserscannerdaten. 3D-Informationssysteme machen wir automatisiert und eben angereichert mit Informationen. Bei Solardachkatastern ist es so, dass wir halt da auch eine dachseitengenaue Erkennung haben, sodass man sich sehr detailliert über die Potenziale auf dem eigenen Hausdach informieren kann. Ja, da zeigen wir aktuelle Projekte. Zum einen zeigen wir das Solardachkataster, was wir für den Kreis Lippe gemacht haben, und auch verschiedene andere Kataster, die man sich dann mal anschauen kann. Und auch 3D-Modelle, die wir erstellt haben, zum Beispiel von der Stadt Trier, die man dann online auch sich angucken kann. Bei den Solardachkatastern ist es so, dass wir meistens immer auch mit der Verwaltung kooperieren, das heißt mit der öffentlichen Hand auf allen Ebenen. Ansonsten sind auch oft Banken oder große PV-Unternehmen Kunden von uns, also zum Beispiel die Sparkasse oder Firmen wie Schott Solar, für die haben wir auch schon gearbeitet. Das Besondere ist, dass wir halt eine eigene Gebäudeerkennung auf Basis von diesen Airborne Laserscanner-Daten entwickelt haben. Die wurde auch schon einige Male ausgezeichnet und sorgt eben auf automatisierten Wege für sehr genaue Ergebnisse.